Yes, Alter! Damit besiegen wir es. Guardiola will dich haben und dann ist Trainer zu unserem Athletiktrainer, der uns warm gemacht hat, ist gekommen und hat gesagt, mach sie noch warm, kommt rein. Abschlussspiel, jemand fällt halt auf meinen Fuß, Bruder, ich falle in die andere Richtung, ich höre nur so, Sinusmose war schon angerissen und drei Außenbänder gerissen. So Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem YouTube-Kanal Storytime mit Bilo. Heute jemanden bei mir, wo ich sehr, sehr, sehr gespannt bin. Hab auch mit dem Jungen zusammengespielt. Wir haben hier Sinan Kurt. Ich glaube, hat sehr, sehr wenig überhaupt über seine Karriere gesprochen. Bisher, oder? Ja, nicht viel. Ja, ich freue mich, dass du da bist überhaupt. Generell, dass du mitmachst. Sehr, sehr lieb. Und ich weiß nicht, hast du schon mal ein, zwei Videos ein bisschen geguckt? Ich habe also so ein bisschen dieses Format so ein bisschen verfolgt. Ja, habe ich. Genau, wir reden über dich, über deine Karriere. Das, was du bis jetzt erreicht hast. Wo du jetzt bist, was passiert ist und alles drum und dran. Also so ein bisschen ein Paket von dir, von deiner Karriere. Ja, ich würde sagen, du stellst dich ganz kurz mal vor, wie alt, wo du herkommst und wo du dann angefangen hast mit Fußballspielen, wie du dazu gekommen bist. Ja, ich bin Sinan Kurt, 26 Jahre alt, Mönchengladbach geboren. Habe mit 5, 6 Jahren angefangen Fußball zu spielen in so einem kleinen Verein, SV Dor. Bin dann später noch zu einem anderen Verein in Gladbach, zu Reiterspielverein gewechselt. Mhm. Und dann durch ein Schulturnier, kennst du diese Drumbo Cup? Von das gibt's auch in Gladbach? Ja, Bruder. Das kenn ich von, ich kenn's auch aus Berlin. Ja, ja, ich glaube, das gibt's in ganz Deutschland. Ja, ja, okay, krass. Durch dieses Turnier mit der Schule. Da hat dich jemand entdeckt? Bruder, ist krass, wow. Ja. Okay. Ja, bin ich in so ein Talentförderungstraining gekommen, Bruder. Durch ein Schulturnier, ja. Höre ich zum ersten Mal. Wir haben diese Drumbo Cup gewonnen. Ich bin bester Spieler bei diesem Turnier geworden. Mhm. Und dann gab es früher so Talentförderungstraining und sowas. Okay. Dann bin ich da hingegangen. Das hat damals Roland Wirkus gemacht. Der ist ja jetzt Sportdirektor bei Borussia. Ja, da bin ich dann da hingekommen. Da habe ich ein Jahr dieses Talentförderungstraining da mitgemacht, habe aber noch beim Reiterspielverein gespielt. Okay, das war dein zweiter Verein? Genau. Wie heißt du mal Reiter? Reiterspielverein. Ah, auch so ein kleiner Verein? Kleiner Verein, ja, ja. Okay, also die Männer spielen jetzt nicht irgendwie. Nein, nein. Ich glaube, Jugend gibt es gar nicht mehr und so, okay. So diese. Und ja, dann wollten die mich immer zu Gladbach holen, aber ich habe so mit meinen Freunden beim Reiterspielverein gekickt und ich wollte einfach noch nicht weg, weißt du. Ich wollte mit meinen Kollegen spielen und so, hat okay. Voll auf Spaß und so, weißt du. Ja, ja, ja. So, weißt du, die haben immer wieder so, ja, schon ja, so, nachgehakt. Ja, genau. Und dann irgendwann habe ich dann gesagt, ja, okay, weil auch viele dann von diesem Verein, von meinen Kollegen weggegangen sind, dann habe ich gesagt, ja, okay, dann mache ich das. Haben die dann, also sind dann mehrere Spieler so aus der Region in diesem Talenteförderungstraining gewesen, weil du meintest, du bist durch die Schule dort in dieses Talentetraining gekommen? Ja, durch diesen Drumbo Cup, so, weißt du, das ist ja so ein Stadt von den Schulen aus Mönchengladbach, so, da wurden dann halt so ein paar Spieler zu diesem Talentförderungstraining gerufen, aber auch von woanders her und sowas, du weißt, Gladbach, die holen auch, versuchen auch von woanders dann noch so junge Spieler zu holen. Und dadurch bin ich dann in dieses Training reingekommen, was einmal in der Woche war. In der U12 bin ich dann rübergegangen mit 11 Jahren. Schon relativ auch spät. Auch schon sehr, ja. Oder? Ich find's spät. Oder geht, ja. Geht eigentlich, oder? U12, 11 Jahre. Weißt du, warum ich das sage? Weil ich schon mit 4 ja, bei Hertha angefangen habe, bei den halt Bubis. Krass. Das ist halt krass, aber das ist selten, aber, Bruder. Okay, du hast recht. Weißt du, das ist schon so, okay. Selten. So. Aber da war nichts mit irgendwie Geld? Oder nein, 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 gar nichts. Weißt du, manchmal auch in kleinen Vereinen, die wollen dann eine kleine Ablöse, nee, das ist wirklich nee, manchmal nee. So. Nee, da war gar nichts mit Geld oder so. Also okay. Da war gar kein Gedanke oder, okay. Oder so, von mir auch nicht. So, also. Und wie war der Unterschied von dem kleineren Verein zu Gladbach? Ich glaube, es ist ein Riesenschritt. Also merkt man, also sagen, ja, hast du gemerkt, dass kleiner Junge das ist ja schon so, schon noch so, so krass, du bist noch so krass jung, so, du spielst ja eigentlich nur Fußball so mit Spaß und sowas, weißt du, da ist noch gar nicht so dieser Gedanke, du lernst taktisches Verhalten oder sowas, das ist noch gar nicht so drin, deshalb, also man hat schon gemerkt, dass da klar ein anderes Niveau ist und sowas, aber so in dem Alter, ich habe mich da relativ schnell auch angepasst und es war eigentlich kein Problem. Aber so Training und sowas bestimmt öfter gewesen, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht genau, ja. Aber wir hatten auf jeden Fall öfter Training als jetzt in dem anderen Verein. Warst du in einer Sportschule oder so ganz normale Schule? Ich war... Also, weißt du, wenn man in einer Sportschule ist, manche haben dann sogar noch Frühstraining. Ja, einfach. Nee, das war bei mir nicht. Ich war auf einer ganz normalen Schule. Ab wann würdest du sagen, hast du gemerkt für dich selber,
so, ich meine, du warst ja ein riesiges Talent, brauchen wir ja sogar vielleicht das Größte, sagen wir mal, in Deutschland. Und kann man ehrlich sagen. Ich sag sowas nicht gerne. Ja, aber kann man so sagen. Ja. Und wann hast du gemerkt, so, dass du wirklich so auch von den anderen so, sag ich jetzt mal, heraussticht, sag ich jetzt mal? Oder ich sag dir ganz ehrlich, relativ spät erst. Ehrlich, ja? Also ich würde so sagen, so jungen Jahrgang U17 habe ich so okay. gemerkt. So. Aber du warst ja auch Nazio. Stimmt. Damit ihr Bescheid wisst, Leute, ich habe mit Zinan zusammengespielt. Ja, in der U15. Und wir haben uns, glaube ich, seitdem auch nicht mehr gesehen, muss ich ehrlich sagen, glaube ich. Kann sein. U15 haben wir in der Nazio zusammengespielt. Ja, da haben wir zusammengespielt. Da hat das so, Bruder, das war schon, du weißt ja selber, das war krass, so, Bruder, erstmal so vor Fans spielen und so, diese kleinen Kinder kommen, Bruder, die wollen Autogramme und sowas. Genau. So. Wir kannten das ja gar nicht so, weißt du? War schon heftig. Ja, U15 habe ich das erste Mal Nationalmannschaft gespielt. Ich meine, du warst ja vielleicht, ich will dich gar nicht unterbrechen. Waren da noch andere von Gladbach, die auch bei der Nazi waren von dir? Oder warst du der Einzige? U15. Ich glaube sogar, du warst der Einzige, ne? Kann sein, dass ich der Einzige da war. Ich weiß es nicht mehr genau, Bruder. Okay. Ja, da habe ich dann schon so langsam gemerkt, okay, ich schaff's schon so in die Nationalmannschaft. So. Mhm. So, da ist schon was so, weißt du, man sticht schon so ein bisschen heraus. Aber so wirklich gemerkt, so, dass es gut läuft und dass wirklich ich auch gut Fortschritte mache, war eigentlich so U17. U17 Bundesliga, war? Ja, Jungjahrgang U17. Ich habe ja keine U16 gespielt, ich bin direkt von U15 in die U17 rein. Ach so, also mit einem Jahr Älteren. Genau, mit einem Jahr Älteren und da habe ich dann schon Stamm gespielt und sowas. Und ja, und dann habe ich so schon gemerkt. Auch Tore und so, ich habe glaube ich so ein paar Videos von dir gesehen. Ja, Bruder, also U17 war schon heftig. Ich glaube, ich habe irgendwie in 52 U17 Spielen 52 Scorer gehabt. Also es war schon, ja, Bruder, war schon heftig. Also da lief schon krass so, wirklich, als Linksaußen. War schon, da habe ich ja immer außen gespielt. Hast du nicht rechts gespielt? Nein, Bruder, bei Gladbach habe ich immer links außen gespielt. Okay, krass. Ja. Ich bin erst dann später so auf diese rechts außen gekommen mit reinziehen und sowas. Genau. Das ist erst später gekommen. Aber ja, da lief dann schon richtig gut in der U17. Ja, und dann U19 war ich ja dann noch bei Gladbach. Und Kohle? Hast du da schon einen Vertrag gehabt? Bruder, ich habe U15 meinen ersten Vertrag unterschrieben. Aber es war ein ganz normaler Vertrag? Ja, so ganz so. Was also nicht jetzt irgendwie, weißt du, so, manche haben schon direkt einen Vertrag so. 3 Jahre plus 2 Jahre Profi. Nein, also nein, Option nein, so nein, oder sowas. Nein, gar nicht. Also ganz nein, normaler. Nein, ich hatte einen Amateurvertrag, ganz normalen, ja, so einen ganz normalen Jugendvertrag so ja, diese. Okay. So auch jetzt nicht irgendwie krass viel Geld. Damals war heftig, Bruder, weil du bist 14 Jahre alt, du verdienst irgendwie 300-400 Euro im Monat, Bruder, du kannst dir krasse Sachen damit holen, weißt du? So, das war richtig viel Geld für einen in dem Alter auf jeden Fall. 100%. Überleg mal die anderen in der Schule. Ja. Du erzählst. Ja, du hast aber bestimmt gemerkt in der Schule und sowas bestimmt, Bruder, auch. U15, U16, U-Nazi und sowas alles kam. Safe. Dass ich auch ein bisschen so Umfeld und sowas. Oder auch Anerkennung, sag ich jetzt mal. Was heißt Anerkennung? Aber man hat auch, also viele haben natürlich dann auch in der Schule so nachgefragt und so, bla bla bla. Und ja, ich war aber immer, ich bin so, was das angeht, immer sehr zurückhaltend, sehr schüchtern. Ich rede nicht so gern, weißt du. Mhm. Und ja, es war schon krass, so auf Nazio zu spielen ist das Höchste. Ja, es ist das Höchste in Deutschland, ja. So, weißt du, was ich meine? So, es war schon krass. So also du bist in einer kleinen Auswahl von so vielen in Deutschland. Guck mal, wie viele wollen Nationalspieler werden, Bruder. Das war schon heftig, Bruder. Hat auch richtig Spaß gemacht. Und ja, dann U19, erste Jahr war ich noch bei Gladbach. Und dann bin ich mit 18, ich bin gerade 18 geworden, bin ich dann nach München gewechselt. Da müssen wir ganz kurz mal einen Cut machen oder müssen wir alles mal... Da will ich einiges von dir wissen. Ja, Bruder, also wie kam das zustande? Wer kam da auf dich zu? Da gibt es ja viel, glaube ich, auch drumherum zu erzählen. Ja, Bruder, das ist eine lange Story. Wo fange ich am besten an? Bruder, du weißt ja, Matthias Sammer war beim DFB. Genau. Und ist dann nach München gegangen. Mhm. Und so kam, glaube ich, so der erste Kontakt zustande über Matthias Sammer und meinen Beratern, dass so Interesse da ist. Ja, Bruder, das war schon, also so, damals war krass so, FC Bayern ist an dir interessiert, so für die Profis, Bruder, weißt du, du kannst noch ein Jahr U19 spielen. Stimmt, stopp mal, das war sogar für die Profis direkt. Ja, also du kannst noch ein Jahr U19 spielen, Bruder, weißt du, was ich meine? Das ist so krass und wenn du dann so hörst, ja, ein Pep Guardiola will dich haben und weißt du, so, das ist dann schon heftig. Und ja, Bruder, was ich auch sagen muss, ich habe sehr lange darüber überlegt, ob ich das mache. Weil ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich in Gladbach nicht wohlgefühlt habe oder so. Mhm. Die haben auch, du weißt ja auch, wie das ist ja alles top dabei bei Gladbach, oder? Da, die Jugend ist überragend, die kümmern sich, das ist alles gut. So, man hat nichts zu meckern. Ich war ja auch da schon
integriert zu den Profis. Ich habe ja relativ früh schon mit den Profis dann auch schon mittrainiert. Ich glaube, ich war 16, wo ich das erste Mal mit den Profis mittrainiert habe, was auch schon sehr jung ist. In meinen Augen vielleicht sogar ein bisschen zu jung, weißt du, was ich meine? Aber mittlerweile jetzt ist ja andere Zeit, weißt du, so, ja, früher war das anders. Ja. Manche sind mit 22, 23 erst Profi geworden, so damals, Bruder. Ja. Jetzt ist ja mittlerweile mit 15, du musst schon Stammspieler Bundesliga sein. So, weißt du, aber damals war das halt noch ganz anders, war schon krass früh für mich so. Ja, aber den Vertrag, du hast immer noch den gleichen Vertrag gehabt. Ich hatte immer noch den gleichen Vertrag, ja. Und ich war in Verhandlungen mit Gladbach über einen neuen Vertrag. Aber dann direkt Profi, oder? Ja, ein Profi-Vertrag. Also stand so, oder? Genau, ja, also ich hätte schon einen Profi-Vertrag unterschrieben. So, das war so Stand der Dinge. Sie wollten unbedingt mit mir verlängern. Mhm. Und in der Zeit hat halt der FC Bayern sich gemeldet, dass sie aber auch Interesse an mir haben. Boah, ich will gar nicht wissen, wie es da in dir, was da in dir vorgeht. Überleg mal, dein Verein, wo du ausgebildet wirst, wo du dich auch wohlfühlst, will den Profivertrag geben. Ja. Und dann kommt einfach Bayern München, so auch einer der größten Vereine der Welt auch. Ja. Und sagt hier, Pep Guardiola, ich glaube, das hat auch noch ein bisschen mehr gejuckt, oder? Kann sein? Mit Pep? Du musst dir vorstellen, ich bin größter Barca-Fan. Boah, okay. Größte Messi, größter Barca-Fan. Pep Guardiola, Bruder, ist Barcelona. Mhm. So, und natürlich, das war krass für mich, wenn man hört, Pep Guardiola will einen haben. So, natürlich, das war schon heftig. Ich muss aber auch sagen, es ging über Monate, diese Entscheidung. Es hat Monate gedauert, bis ich gesagt habe, ich mache das. Bis ich meine Entscheidung so getroffen habe, das hat Monate gedauert. Also es war schon so ein langer Prozess, so auch viel mit Berater, mit meiner Familie und so wirklich auch überlegt, was mache ich. Weil, wie gesagt, ich habe mich in Gladbach wirklich sehr wohl gefühlt auch. Mhm. Und es war eine schwierige Entscheidung für mich. So, am Ende habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich gerne diesen Schritt machen will. Mhm. Was war ausschlaggebend? Also wirklich, wo du sagst, das waren so die Punkte, wo ich wirklich gesagt habe, okay, das überwiegt. Guck mal, ich sag dir ehrlich, Bruder, natürlich war mir klar, dass es schwer wird, in diese Mannschaft reinzukommen und zu spielen. Mhm. So, du weißt, da gibt es nur Weltklasse-Spieler und sowas. Vor allen Dingen auch Ribéry und Robben und so, ne? Ribéry und Robben. Danach kam Douglas Costa, noch Kingsley Coman. So, war schon Sherdan Shaqiri. Waren schon Top-Spieler so auf dieser Position. Und mir war auch klar, dass es schwer wird, aber ich wusste, ich trainiere auf höchstem Niveau, höher geht gar nicht, weißt du? Ja. Ich kann so viel lernen. Und sogar kannst du sogar von dort, also wenn es sogar nicht laufen würde, kannst du sogar von dort einen ganz anderen Step machen, genau, von da weg auch. Genau, das ist auch passiert, 100%. So, weißt du, am Ende. So, und das war mir auch so, dass man geht ja so, oder du redest mit deinen Beratern und dann, man geht ja auch alle Schritte, wie was kann passieren, du gehst ja alles durch. So. So habe ich dann die Entscheidung getroffen, ich will es unbedingt machen. So. Und, ich weiß ja auch, oder ich habe mitbekommen, dass auch damals auch von den Fans und sowas von Gladbach, war ja auch ein bisschen das... Oder war krass. Ich weiß, und du musst dir vorstellen, ich war damals wie alt du warst, 17, ich bin gerade 18 geworden. Ich war noch richtig junger Spieler. Und dann hat das wirklich auch wirklich krasse Auswirkungen genommen, Bruder. Also es ging schon... Oder diese Morddrohungen und Bruder, war schon heftig. Also das ist bis Stern-TV gegangen, Bruder. Ich schwöre. Im Ernst jetzt? Das ist bis Stern-TV gegangen, Bruder. Das war heftig. Also so Morddrohungen und hoffentlich reichst du dir alle Kreuzbänder und hoffentlich stirbst du morgen. Krass, das wusste ich gar nicht. Oder ich spring dich um und diese Filme. Also von war den schon Fans? Ja, Bruder, von den Fans. Also es war... Wie sind die aber an dich herangetreten? Durch Brief oder wie? Nein, Bruder, Insta, diese, Bruder. Wow. So, weißt du, irgendwann... Überleg mal, ein 17-jähriger Junge, der eine Entscheidung trifft. Ja, das war heftig. Boah, krass. Ja, aber das zeigt auch, was die eigentlich nicht gesehen haben, so gesehen. Ne? Also weißt du, was ich meine? Ja, so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, also vielleicht auch bei einem anderen Spieler in der Jugend, aber ich glaube, weil du halt auch so krass abgeliefert hast und so die in dir vielleicht den nächsten, wer war damals... Das war auch so, das haben die auch so wirklich so ein bisschen so mit gepusht, so du bist der nächste Marco Reus und sowas, was mir gar nicht gefallen hat, sag ich auch ehrlich, Bruder, weil ich bin ich, Bruder, und ich will, 100%. Weißt du, was ich meine? Ich will nicht in diese irgendwie, ich mag das nicht, ich bin so, das wird der nächste Marco Reus, so, ich will mein eigener Spieler sein, so eigener Name. Und ich hatte damals ja auch schon dann in Gladbach, wo ich noch so jung war, so 16, 17, hatte ich das erste Interview mit Sky und sowas schon, so weißt du, und bei diesem Main Stadion und sowas. Du hattest ja auch... Sky-Doku hatte ich auch, genau. Und dadurch ist natürlich auch so voll Interesse geweckt, weil diese Sky-Doku, die ging auch wirklich sehr steil. Also ja, die hat mir auch angeschaut. Ja, Bruder, das war heftig. Also ich hätte das niemals, dass das so krass ankommt, hätte ich nicht gedacht. Das hat auch so Preise gewonnen und sowas, Bruder. Ehrlich? Ja, richtig gut. Wow. Ist richtig gut angekommen.
Und dadurch hast du natürlich auch so ein bisschen so Bekanntheit bekommen, weißt du, die Leute, Sky oder jeder, damals war ja noch krasser, jetzt mittlerweile ist es nicht mehr so heftig, aber jeder hat Sky geguckt. Und dadurch hast du so Interesse bekommen, so auch Fans sind auf dich aufmerksam geworden und dann kam halt diese Geschichte, dass ich dann wechseln will, was dann auch irgendwie ein bisschen schief gelaufen ist, Bruder, weil erstmal, ich guck mal, du musst dir vorstellen, ich bin am letzten Transfertag gewechselt. Aber das die hat Verhandlung gedauert. Ging so lange, ja, dass Bruder, du am allerletzten Tag... Allerletzte Transfertag. Ich musste fliegen, ich musste direkt ins noch, damit das rechtzeitig alles funktioniert, dass ich noch, ich musste direkt vom Flughafen zum Gelände und direkt alles durchmachen, Bruder. Wow. Medizincheck, dies, das. Bruder, das war krass. Ja. Und überleg mal, du bist 17 oder gerade 18 geworden. Ja. Oder du musst dir vorstellen, was in mir da abging, Bruder, weil so die Tür in Gladbach war ja an sich schon zu. Die haben immer gesagt, ja, wenn Sinan sich dafür entscheidet, bei Gladbach zu bleiben, so wir machen die Tür wieder auf und sowas. Aber Bruder, du weißt, wie das ist im Fußball, so weißt du. Auch bei den Fans und sowas, 100%. Bruder, da war so... Wäre schwierig vielleicht ja, geworden. Ja, auch oder Max Eberl. Oder Max Eberl ist so richtig, so auch richtig an die Öffentlichkeit damit gegangen, so nach dem Motto, ja, eine war irgendwie so bei Bild so eine Frechheit, wie Kurt mit uns umgeht und sowas, Bruder. Ja, das, so. Aber Bruder, das zeigt, also ich bin gerade so ein bisschen, ich find's krass, weil das zeigt eigentlich, was für ein Megatalent du warst, ich schwör's dir. Ja, Bruder, aber so, du musst ja auch vorstellen, guck mal, so, das war... Ich hatte damit eigentlich gar nichts zu tun, so weißt du, so meine Berater haben mit Max Eberl geredet oder Bayern München hat sich bei Max Eberl gemeldet, so ich hatte damit ja gar nichts zu tun. Du wolltest einfach nur zocken. Ja, Bruder, ich war 17, 18 Jahre alt, ich hab, so damit wollte ich gar nichts, das war ja auch nicht der Plan, dass das so krass Medien, so weißt du, dass das so lange dauert und dass das so viel Aufmerksamkeit auf diesen Wechsel kommt und so, das war ja niemals mein Ziel so und so und, das, und dann hast du auch bestimmt, ey, ich weiß auch nicht warum, aber ich kann mich gerade so in dich hineinversetzen, wenn ich so überlege, auch die Leute wissen ja gar nicht, was auch in diesem Jungen, also was ja, in dir eigentlich vorgeht, Bruder, dass du es eigentlich gar nicht so willst, auch die gar nicht so irgendwie so eine Aufruhr und sowas, du wolltest es ja gar nicht. Nein, wie natürlich, das war ja niemals so das Ziel, so man wollte... So, natürlich kann ich du hast dich dafür entschieden, ja? Ja, und ich kann auch verstehen, dass natürlich dann Gladbach nicht davon begeistert ist, weil die haben mich ausgebildet, die sind, so weißt du, die wollen natürlich auch so diese, den Jungen dann, so weißt du, wenn du ausgebildet wirst, du willst ihn auch hochbringen. Dein Eigengewächs, so. Genau, so diese. Und klar kann ich auch verstehen damals, dass zum Beispiel Max Eberl sauer gewesen ist, Bruder, aber ich kann nicht verstehen, dass er weiß, dass das noch ein sehr junger Spieler ist, du weißt du, 17, 18 Jahre alt. Und er prangt ihn so an, er geht so raus an die Presse und schießt so und provoziert so krass, dass das alles noch schlimmer wird. So weißt du? So sowas kann ich nicht verstehen. Du musst doch ein bisschen Feingefühl haben, Bruder, dass ein Spieler noch so jung ist. Weißt du, wenn das so, Bruder, Presse ist in Deutschland, du weißt, wie das ist. Du weißt selber, wie das ist. So weißt du? Und da war ich auch so ein bisschen schon enttäuscht. Ich glaube, die vergessen irgendwo, dass du einfach auch noch ein. Du bist ja noch nicht erwachsen. Nein. Du bist noch ein Junge, der, ja, natürlich, du kannst für die eine oder andere Entscheidung selbst stehen und du weißt auch, was du machst, aber ich glaube, trotzdem vergessen die irgendwo, ey, man ist noch irgendwo ein Mensch. Ja, normal, Bruder. Aber überleg mal, was da alles auf dich, ich kann mir vorstellen, was da alles auf dich eingeprasselt sein muss. Die Zeit war schon krass, also war schon heftig so. Ich bin dann auch, dann war damals so, als das halt so rauskam, dass ich wechseln will, bin ich dann in die zweite Mannschaft versetzt worden bei Gladbach und am Ende in diese Abschlussspiel, Bruder, ich musste um den Platz laufen einfach die ganze Zeit. Nee. Ja. Und also das ging, dich komplett. Und das ging über Monate, weil ich bin ja erst am letzten Tag, haben die sich ja erst geeinigt, dass ich wechseln konnte. Boah. Hast du noch einen Vertrag gehabt? Also ich hatte noch Vertrag. Ein Jahr noch, oder wie? Ja. Also die müssten dich auch rauskaufen mäßig? Ja. Okay. Ja, und dann, Bruder, weißt du, und dann diese Verhandlungen, damit hatte ich ja überhaupt gar nichts zu tun, wie die miteinander verhandelt haben und so. Mhm. Also, so das, was in der Presse stand, das war auch meine einzigen so Informationen. Natürlich, mein Berater hatte auch dann natürlich so Informationen, aber so damit hatte ich ja überhaupt gar nichts zu tun. Ich saß auf heißen Kohlen, Bruder, ich wollte weg. Und das hat sich so hinausgezögert und das hat so lange gedauert, was auch, Bruder, das war für Kopf war ganz schwer. Und ich war nicht mal fit, weil, wie gesagt, ich bei dieser Training, Bruder. So. Hast du da jemanden, der so dir auch so beiseite stand, so der dir geholfen hat in der Zeit? Ja, natürlich, meine Familie, meine Mutter, so war meine Schwester auch, die waren immer für mich da und oder alleine kannst du das gar nicht schaffen, sag ich dir ganz ehrlich. Weißt du, so Familie ist da auf jeden Fall das Wichtigste, auch Freunde. Safe. Auch sehr wichtig und
Ja, Bruder, das war wirklich nicht einfach, so weißt du. Aber. Wolltest du diesen Schritt aber, dass du dann zu Bayern gewechselt bist? Nein, null. Null. Okay. Also, ich würde es immer wieder machen. Safe. Fragen mich viele. Weil du weißt ja auch nicht, was wäre bei Gladbach passiert. Du kannst ja nicht, oder keiner kann irgendwie in die Zukunft gucken. Mhm. So, und. Ja, Bruder. Dann zu Bayern. Nächster Step, dann Bayern, letzter Tag gewechselt. Direkt vom Flughafen hin, unterschrieben bestimmt direkt, Medizincheck etc. pp. Ja, wie ging es dann weiter? Ja, Bruder, dann wie ging es auch im Umfeld weiter? Ich kann mir, 17, 18-Jähriger, wechselt zu Bayern München, Pep Guardiola will jemanden haben, du trainierst mit Stars wie Ribéry, Robben, Müller, wer war da noch alles? Groß war auch noch da, ne? Nee, oder? Groß war nicht mehr da. Ja. Aber die ganzen Philipp Lahm, Schweinsteiger, ja. Ja, Bruder. Also erstmal, ich bin ja gewechselt, das war nach der WM, Bruder, die sind Weltmeister geworden, die kommen, Bruder, du weißt, kannst dir vorstellen, wie die in die Kabine reingekommen sind, Bruder. Und ja, war schon heftig. Auf einmal, du sitzt mit Weltstars zusammen, so weißt du. Was komisch für dich? Ich will mal wirklich so den Feeling wissen, wie es für dich war, wo du die alle zum ersten Mal gesehen hast, sagst den Hallo und so. Aber wohl, du hast auch schon mit den Profis bei Gladbach gespielt. Ja, ja, also es war jetzt nicht irgendwie so. Am Anfang war schon krass, so weißt du, du stehst vor wirklich Weltstars. Mhm. Aber dann so mit der Zeit so relativ schnell auch. Das Problem war halt, ich kam halt dahin und konnte nicht direkt mit ins Mannschaftstraining gehen, weil ich ja diese Zeit, die ganze Zeit in Gladbach nicht wirklich trainiert habe. Du musst also nochmal ich musste erstmal noch so 2 Wochen so Individualtraining machen, bevor ich überhaupt zu der Mannschaft gestoßen bin. Das war ein bisschen blöd so für diese Integrierung, weißt du, dass du direkt mit der Mannschaft trainierst, wäre halt schneller gegangen. Ja, Bruder, aber am ersten Tag, ich komme da rein, ich sag Trainer, hallo. Bruder, diese. Einfach Pep. Ja, Bruder, Pep Guardiola kommt zu mir, sagt hallo. Wow, Spieler kommen, alle sagen hallo. Eigentlich sehr, Bruder, sehr, sehr familiär, muss man schon sagen. Ehrlich, in dem Verein, so bei Bayern ist alles sehr familiär. Krass. Und da kommen auch dann Spieler, die dir auch direkt sagen, so, wenn du was brauchst. Ehrlich, also die wollen auch helfen. Ja, also ist jetzt nicht so, dass die irgendwie so, weiß ich nicht, Bruder, so. Dich gar nicht angucken oder so, weißt du? Ja, okay. Aber, nee. Gab's so ein, ich will jetzt nicht fragen, aber gab's so einen Spieler, wo du so oder ein bisschen... Ich sag dir ganz ehrlich, nee. Weil, du musst, so ich, meine Meinung ist, wenn du weißt, du bist gut, du hast keine Angst, Bruder, weißt du? Aber wenn du zum Beispiel älterer Spieler bist und da kommt ein neuer, junger Spieler und du vertraust dir nicht oder deinem Spiel. Die merken es auch, ne? Ja, und dann wirst du ekelhaft, Bruder. Dann, als älterer Spieler, dann wirst du ekelhaft, ekelhaft zu jüngeren Spielern. So, das ist meine Meinung. Und da, Bruder, da weiß jeder, was er kann. Da ist jeder auf Weltniveau. So, ja, weißt du, es gibt keinen Spieler irgendwie, der jetzt irgendwie nicht gut ist, Bruder. Das gibt es einfach nicht. Jeder Spieler ist da gut. Und ja, dann habe ich da noch, bin ich da ins Training rein. Erstmal das also individuell und dann Mannschaftstraining? Dann ins Mannschaftstraining rein, um halt fit zu werden. Dann habe ich noch U19 gespielt. Weil ich auch bei Bayern? Ja, ich konnte noch U19 spielen. Ich weiß noch, Bruder, erstes Spiel gegen Stuttgart. Bruder, einfach 2 Freistore gemacht. Wirklich? Wow. Und dann, weißt du, das war auch dann einfacher für mich. So, weißt du, dann kommst du wieder bei den Profis in die Kabine rein. Pep Guardiola sagt zu dir, wow, ich habe deine 2 Freistore gesehen, super Spiel und so, bla bla bla. Mhm. So, das war natürlich dann top. So, auf, so Dosen genau, für dich, so, dass es ein bisschen für dich locker macht. Training, Bruder, sag ich dir ehrlich, war schwieriger als Bundesligaspiel, Bruder. Das war dieses Niveau im Training, Bruder, unglaublich. Diese Rondo, Bruder. Unglaublich, Bruder. Unglaublich. Sag ich ehrlich, Xabi Alonso, Philipp Lahm, Bruder. Ich habe die noch nie einen Fehlpass machen sehen. So diese Filme, Bruder. Wow, Bruder, krank. So, dieses Niveau, du musst dich wirklich erstmal anpassen an dieses Niveau. Auch wenn du, bei Gladbach war auch schon krass Niveau, bei den Profis auch. Ach, du würdest wirklich sagen, dass bei Bayern nochmal, dass du gemerkt aber, hast? Ja, Bruder. Also es ist schon heftig, so auch so, wie scharf die spielen und, Bruder, wie schlau auf dem Platz und diese individuelle Klasse, Bruder, so weißt du, auch aus dem Nichts passiert irgendwas und sowas. Ist schon krass, muss man schon sagen. War schon nochmal ein Step hoch, wo ich mich aber eigentlich relativ schnell auch angepasst habe. So. Ich habe dann erstmal U19 nur gespielt. Aber immer Profis trainiert? Aber immer Profis trainiert. Bist du alleine nach München eigentlich? Nein, meine Mutter ist mitgekommen. Also ihr seid zusammen hingezogen? Ja. Okay. Meine Mutter hat damals, wo ich bei Gladbach war, hat sie bei Gladbach gearbeitet. Und für sie war ja dann auch klar, wenn ich dann weggehe und so, weißt du, dann kann sie auch nicht mehr bei Gladbach arbeiten. So. Okay. Und dann habe ich sie mit nach München genommen und dann haben wir zusammen in München gewohnt. Ja, ich wollte auch noch nicht, oder war halt auch noch sehr jung, so mit 18 Jahren, weißt du. Aber ich muss mal ganz kurz unterbrechen und dich mal was fragen. Ist halt so,
muss man auch drüber reden. Ist ja klar, dass du, wenn du zu Bayern München wechselst, du verdienst ja auch mehr. Ist ja ganz normal. Ja. Ich meine, du hast auch einen Profivertrag da unterschrieben. Für wie viele Millionen bist du eigentlich gewechselt zu München, zu Bayern? Oder ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß gar nicht genau, aber so, ich glaube 3 Millionen. 3 Millionen? Ja. Okay. Ich meine, für dich hat sich auch bestimmt sehr viel verändert. Ich meine, 17, 18, du hast einen normalen Vertrag gehabt und dann auf einmal hast du einen Profivertrag bei Bayern. Muss jetzt nicht sagen, wie viel du verdient hast, aber ist ja bestimmt für dich auch nochmal. Ja, aber du verdienst auf einmal so viel Geld und so, weißt du, was ich meine? Ja. Und deshalb war auch wichtig, dass meine Mutter mitgekommen ist, so, weißt du? Dass du jemanden hast, der auch ein bisschen aufpasst. Ja, so, weil mit 18, du hast keine Ahnung davon, sag ich dir ganz ehrlich so. Also es gibt vielleicht welche, die haben davon Ahnung so, aber da habe ich schon meine Mutter gebraucht damals. Also auf jeden Fall, so, die hat sich um alles gekümmert, so was das Finanzielle auch angeht und hat auch es geschafft, mich halt dann so, dass ich nicht Aber vom Gefühl her, du warst nie irgendwie... Nein, Bruder. Also ich war auch nicht... So wie ich dich kenne, wie ich dich kennengelernt habe, warst du nie irgendwie... Ja, nö, ich war nicht so diese mit, zum Beispiel, so dicke Autos, Bruder, interessiert mich eigentlich... Autos interessieren mich wirklich gar nicht. So, ich ziehe gerne gute Klamotten an, ja, dafür habe ich mal so Geld ausgegeben, aber Bruder, ist normal. Aber selbst da habe ich jetzt auch nicht übertrieben oder so, so, weißt du, so, so über die Zeit, so was immer in diesen Medien so alles geschrieben wurde, Bruder, die Leute denken natürlich so irgendwie, der ist so voll auf diesen High-Life-Style und bla bla bla, was für Geschichten gibt so und Medien halt. Ja, so, weißt du, und die Leute lesen das und glauben das, weißt du, aber so eigentlich, ich bin überhaupt gar nicht der Typ, der jetzt irgendwie übertreibt mit so Sachen. Ich habe auch jetzt keine wilden Dinger oder so gemacht. Und oder, also mal ganz ehrlich, selbst wenn, es ist dein Leben, ja, ist mein du Geld, machst Bruder, das, ich verdiene das 100%. Geld an sich, Bruder, aber du weißt, an sich, du weißt, was ich meine, es hat niemandem was anzugehen, aber ja, es ist halt so, dass in Deutschland, da müssen wir auch ehrlich sein, dass halt viel geredet wird. Genau. So. Das ist auch, es ist, ja. Wenn du das in Amerika machst, Bruder, die feiern dich dafür. So diese, aber vergleichmäßig. In, so vergleichmäßig. So, also in Deutschland musst du halt schon immer auch aufpassen und das sagen auch die Vereine zu dir oder Berater und sowas. So, pass auf, so, wir sind hier in Deutschland und übertreib nicht und so. Genau, und hast du bei den U19 immer gespielt, bei Profis trainiert. Genau, ja. Umfeld, hat sich irgendwas verändert? Freunde oder irgendwie, dass du mehr Nachrichten bekommen hast, ja, alles so drum und dran. Ist, hast du da irgendwas gemerkt für dich selber? Bestimmt, du hast ja bestimmt viel mehr Aufmerksamkeit. Oder ja, Aufmerksamkeit auf jeden Fall, so halt über Insta und sowas. Ist natürlich alles mehr gewachsen und so. Man hat auf jeden Fall mehr Nachrichten bekommen und ja, aber so im Umfeld, so was Freunde angeht, ein paar so hat man kennengelernt. So. Ja, das eigentlich nicht. Nee. Also so in München habe ich dann über einen Spieler zum Beispiel andere noch kennengelernt oder so. Aber sonst eigentlich so, ich habe immer so probiert, eigentlich meinen Freundeskreis so ziemlich klein zu halten. Ja. So ist immer noch bei mir so. Also so 3-4 Leute, so mit denen ich bin, so aus Mönchengladbach. Deshalb, da hat sich eigentlich gar nicht so viel krass verändert. Also hast du ja gesagt, du hast im ersten Jahr viel U19 gespielt oder fast nur? Ja, Bruder, aber ich habe im ersten Jahr Debüt gemacht. Hast du dein Debüt gemacht? Ja. Gegen wen war das? Relativ spät, gegen Hertha, Bruder. Gegen Hertha? Ja. Eine Halbzeit. Komm, was für ein Zufall, ja. Okay, wie war das für dich? Ja, war krass. Also, ich saß erst auf der Bank, wir haben gespielt, dann war Halbzeit und dann ist... Geführt bestimmt, ne? Oder? Nee, Bruder. 0-0. Nicht geführt? Ja. Bundesliga? Ja. Krass. Stand 0-0 und... dann haben wir Halbzeit gehabt und dann ist Trainer zu unserem Athletiktrainer, der uns warm gemacht hat, ist gekommen und hat gesagt, mach's ihn warm, kommt rein. Wow. Ja, Bruder. Ja, und dann habe ich mich in Halbzeit warm gemacht und dann bin ich reingekommen. War das erste Spiel, wo du auch direkt im Kader warst? Also das erste Spiel im Kader oder warst du davor schon mal auf der Bank gewesen? Nee, ich glaube. In der Bundesliga? Ich glaube, ich war davor schon auf der Bank. Auf der Bank, okay. Ja, dann habe ich mein erstes Spiel gemacht. War krass, Bruder, war voll ausverkauft, Platz war super, Bruder, Allianz Arena halt. Ja, natürlich. So. Habt ihr das gewonnen? Wir haben 1-0 gewonnen, ja. Wie warst du, ehrlich? Bruder, ich war eigentlich ganz solide? Gut. Ja. Ich bin gelaufen um mein Leben, Bruder. Ich bin noch nie, glaube ich, so glaub, viel Adrenalin gelaufen, und sowas, das bringt dich dann dazu, dass du wirklich... Ich bin über 6 Kilometer in dieser Halbzeit gelaufen, Bruder, das ist viel. Das ist viel. Bruder, du bist junger Spieler, du läufst einfach, du weißt gar nicht wohin, du läufst einfach. Okay, ja. Aber ich habe immer so probiert, trotzdem so, weißt du... Deine Aktion zu haben. Ja, ne? So auch, so, ich muss auch sagen, so, wenn du dann
wenn das Spiel anfängt, Bruder, du nimmst das gar nicht mehr von außen rum. Also ich bin so. Die ersten ein, zwei Minuten vielleicht und dann aber... Selbst das nicht, Bruder. Ehrlich, ich sag dir ehrlich, ich bin direkt im Film, Bruder. Und du nimmst das gar nicht so. Das ist bei mir eigentlich immer so. Wenn so viele Zuschauer sind, so, bei mir ist direkt Film und ich bin dieser Fokus. Und ja, und dann, ich bin ja auch so, Bruder, bei mir auf Platz, ich darf nicht nachdenken. Ich muss einfach spielen. So, weißt du, so, ich bin so dieser Instinktfußballer. Ja, aber da entwickelt sich auch das Kreative. Genau, so, bei mir war immer so, so immer Instinkt, so gar nicht so diese viel überlegen, sondern immer drauf los. Und ja, lief eigentlich ganz gut. Wir haben das Spiel noch 1-0 gewonnen. Schweinsteiger hat, glaube ich, Tor gemacht. Mhm, okay. 1-0 gewonnen und danach sind wir, durch dieses Spiel sind wir sogar Meister geworden. Wow. Ja, Mann, sind wir Meister geworden. Alter, direkt Deutscher Meister geworden. Und Deutscher Meister geworden, ja, war krass. DFB-Pokal sind wir Halbfinale ausgeschieden, Champions League auch raus, in Barcelona, Bruder. Ich war in Barcelona dabei. Auf der Bank? Ja. Ne. Ja. Wow. Bei dieser 3-0, Bruder. Wo ja, 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 Messi. Achso, mit Boateng meinst du diese, ja. Mit, wo er so umfällt? Ja. Okay. War krass. Ja, Bruder, wow. Das war, da, und du weißt, wie ich gesagt habe, Bruder, Barcelona bei mir, mhm. Bruder, ich hab angefangen zu zittern, wo Messi, Bruder, da stand, Bruder, diese. Bruder, ja. krank. Ja, Bruder, da war ich auch dabei, ja, und dann Deutscher Meister geworden. Dann war die Saison vorbei. Mhm. Dann bin ich Sommer noch, ne, warte mal, doch, Sommer bin ich dann mit nach China, Trainingslager. Das war so mehr so eine Werbetour, Bruder, war gar nicht so mehr, so Trainingslager. Wir hatten, glaube ich, öfter. Glaub ja, ich, wir hatten nur Spiele, eigentlich wenig Training, eigentlich nur viele Spiele und die hatten so voll viele so Werbedinger, so weißt du, was sie wahrnehmen mussten. Ja, ja. Da war ich noch dabei. Dann war ich in Katar mit dem Trainingslager im Winter davor. Was auch heftig ist, war auch geil. Mhm. Ja. Schon alles so übertrieben professionell, ne? Unnormal, Bruder. Mit Koch und alles, Bruder. Köchin. Wirklich top. Also da, Bruder, du hast alles. Wirklich alles. Wirklich, ja? Es gibt nichts, was du nicht hast. Du hast alles, Bruder. So du wirst dich um alles gekümmert, Bruder. Du brauchst dich um nichts kümmern. Also wirklich nur deine Schuhe? Also du bist auf dem Hotelzimmer. Ja. Und der ganze Tag schon ab so. Ja, so, Bruder, weißt ja, ich meine? Bruder, ja. Du hast deine Schuhe nicht mal, Bruder. Die sind doch am Platz, Bruder. So diese. So, also auch so, also top, wirklich. Top. So, das war, Bruder, ich kam dahin. Für mich war das auch ungewohnt, Bruder, auf einmal so, die putzen deine Schuhe, Bruder. Das war mir unnormal unangenehm. Bruder, wirklich. Richtig unangenehm war mir das. So, am Anfang, ich wollte gar nicht geben. So. Aber ja. So, das ist schon heftig, so. Also wirklich rund um ein Paket, 24 Stunden, Bruder, die kümmern sich. Muss Essen man echt sagen. Top, wa? Essen überragend, wirklich überragend, aber gesund, Bruder. Ja, schwer. Ja, Essen schwer gesund. Nein, nee, ab und zu mal ein bisschen, aber sonst schwer. Bruder, gesund kann auch lecker sein. Stark, stimmt. Ja, ja, Bruder, alles top, muss ich echt sagen. Trainingslager überragend. Dann war ich Rückrunde fast jedes Spiel im Kader. Mhm. Wirklich fast jedes Spiel. Wir hatten unnormal viele Verletzte. Ich glaube, 10, 11 Spieler waren verletzt. Eigentlich scheiße, aber für dich gut. Für mich war gut. Also, ja, was heißt gut? Aber natürlich, man wünscht sich nicht, dass ich jemand verletzt. Sage, so. Meine ich scheiße, aber... Ja, ja, aber ich war halt dadurch wirklich in der Rückrunde, eigentlich jedem Spiel war ich im Kader. Mhm. Ich habe leider keine Einsatzzeiten mehr so bekommen, was mich auch ein bisschen gewundert hat. Weil so gegen Hertha, ich habe eigentlich ganz gut gespielt und ich habe eigentlich schon so gedacht, ja... Vielleicht kommt da noch mal was, so weißt du, weil direkt gegen Hertha, ich habe direkt ganze Halbzeit gespielt. Es war nicht diese, ich werfe dich mal 10 Minuten rein, sondern diese Debüt war eine Halbzeit. Ja. Schon lange für Debüt, so weißt du. 100%. Und noch bei 0-0. Und noch bei 0-0, so weißt du. Okay, wir waren schon so gut wie Meister, weil es waren noch 5, 6 Spieltage zu spielen. Mhm. Und in dem Spiel sind wir Meister geworden, weil wir gewonnen haben. Ja. Also war schon eigentlich klar, dass du Meister wirst, so und... Musste auch schon für, ja, muss er, für Champions League. Aber, er muss und so. Er trotzdem nicht. Muss aber ja, trotzdem. Muss, ja, natürlich. So, war trotzdem krass. Und ja, da habe ich dann schon so mir eigentlich erhofft, dass ich so in den letzten 4, 5 Spielen dann noch so ein bisschen mehr Einsatzzeiten bekomme. Habe ich dann nicht bekommen. Mhm. Ist halt so. Ja, oder dann war Sommerpause, das war dann China. Oder das war dein zweites Jahr jetzt, oder? Das, jetzt fängt das zweite Jahr an. Aber also, ich bin ja im Winter dann schon zu Hertha gewechselt. Da hat es dann. Erstmal angefangen, sind halt neue Transfers gekommen, Bruder. Du musst dir halt vorstellen, ist halt FC Bayern, Bruder. Die holen halt Spieler für. Damals ist dann Douglas Costa für 35 Millionen gekommen. Mhm. Und auch Kingsley Coman auch, glaube ich, für 30 Beides Millionen. Beides Flügelspieler. Beides Flügelspieler, meine Position. Und so, dann war mir schon so ein bisschen klar, okay. Wie war das für dich so? Also
Bruder, du kannst ja nichts sagen. So. Also es war schon ein bisschen blöd so an sich, weil du weißt halt, so welche Spieler holen die auch nicht so, weißt du, so für, yeah. ist für längere Zeit so, weißt du. Kingsley Coman ist ja mein Jahrgang, wir waren beide gleiche Jahrgang, wir haben gegeneinander auch gespielt, Nationalmannschaft, also ich kannte ihn auch schon. Und ja, Bruder, so, dann haben die nochmal zwei Spieler geholt, dann war ja noch Arjen Robben und Frank Ribéry da, wo ich halt da hingegangen bin. Ja, Bruder, du musst ja aber vorstellen, die waren ja, wo ich dann da hingegangen bin, die waren ja schon was älter, die waren schon auch sehr verletzt, die konnten auch nicht mehr alle Spiele machen, die waren, weißt du, wegen dem Alter und so. Und dadurch habe ich mir dann schon so ein bisschen, weißt du, dann so erhofft, ja, vielleicht kriegst du dann so deine Einsatzzeiten. So viel mehr war gar nicht da, wo ich da hingegangen bin. Und dann kamen halt noch diese zwei Spieler mit Kingsley Coman und Costa, ja. Und dann war ich noch dieses halbe Jahr da und dann habe ich schon so langsam gemerkt, ja, ich mache mehr Spiele bei der U23, ich trainiere auch mehr bei der U23. Und kamen dann schon wieder Medien oder so, ja, guck mal, der spielt jetzt nur bei der U23 oder so? Kam sowas? Oder es kam ja dann nur im Sommer diese Helikoptergeschichte. Oder. Also, nee, das ist im Sommer passiert, aber diese Geschichte kam im Winter. Okay, das musst du bitte erzählen. Oder wie soll ich dir erzählen? Ja, ich war oder ich war Dings. Wir waren in China Trainingslager. Ja. In China hatte ich Geburtstag. Und dann bin ich zurückgeflogen und dann hatten wir 3-4 Tage frei. Und weil ich Geburtstag hatte, habe ich dann gesagt, ey, so ein paar Jungs, so, lass mal ein bisschen was machen, in Urlaub fliegen. Dann bin ich nach, oder wo bin ich angeflogen? Nach Cannes geflogen, da Südfrankreich, Cannes, Nizza. Und dann wollten wir tagsüber in so einem Beachclub. Von Cannes wollten wir nach Saint-Tropez. Und da sind wir halt von Cannes nach Saint-Tropez eine halbe Stunde mit Helikopter geflogen. So, Bruder. Also, aber war nicht irgendwas, dass irgendjemand das verboten hat oder so? Nein. War nicht irgendwas, dass du nicht raus durftest? Oder auf einmal schön in Türkei, die sagen, ich bin mit Helikopter zum Trainingsplatz geflogen, Bruder. So welche Filme, Bruder. Hey, Bruder. So, weißt du, also, ja, ich hab das so mitbekommen, dass irgendwie, dass Pep sogar gesagt hat, keiner soll irgendwie München verlassen oder so. Nein. Also wir hatten 3-4 Tage frei und hat gesagt, macht was ihr wollt. Okay. Und ich bin halt dahin geflogen, weil war ja auch nicht weit. Ja. Weißt du, Frankreich ist ja nicht weit. Und du wolltest von heißt das Cannes? Cannes nach Saint-Tropez. Nach Saint-Tropez, wolltest du mit Helikopter fliegen. Was heißt wolltest du, Bruder? Ich sag dir, mit Auto, du fährst 1,5 Stunden, mit Heli, du fliegst über Meer 30 Minuten. So, hat auch noch Sinn gemacht, so diese Filme. Okay. Bruder, und diese 30 Minuten, also... Wie kam es überhaupt raus? Also wie hat überhaupt jemand erfahren, dass ihr da geflogen seid? Da kann sein, Paparazzi waren da, ja. Wallah. Du warst mit Freunden oder was? Ja. Okay, heute von Cannes nach Saint-Tropez und du hast dann gesagt, komm. Da war so ein Beachclub, oder wir sind in diesen Beachclub gegangen, wie heißt das? Nikki Beach. Kennst du das? In Cannes. Nee, Saint-Tropez. Also okay, und ihr wolltet von einfach nur für den Abend oder für die Nacht? Nein, oder? Für den Tag. War tagsüber. Okay. Den tagsüber. Also ihr wolltet vormittags? Wir sind dann hin und dann abends wieder zurück und dann sind wir da halt ein bisschen rausgegangen. So diese. Ging es dann irgendwie nach draußen hin, so mit Medien wieder, komplett mit Helikopter? Also wie gesagt, Türkei. Dass sie dann so wieder gesagt haben, du fliegst mit Helikopter zum Platz? Bruder, das hat eigentlich, guck mal, also das ist ja, also das, ich bin mit dem Helikopter geflogen, das war ja im Sommer im Urlaub. Und die Geschichte ist rausgekommen im Winter. Ach so. Ja, Bruder, war da, wo ich dann so mehr mit U23, ich wurde so ein bisschen runter, also wo es dann halt nicht Bruder, gut lief, kam die Geschichte dann raus, so in die Bild. Und, ja, Bruder, das kam halt ein halbes Jahr später erst raus. So, das wissen viele nicht. Okay, krass. Und ja, und dann kam halt so langsam so der Gedanke, so erst war der Gedanke, sich ausleihen zu lassen. So, ich habe mir aber dann gedacht, guck mal, die haben Kingsley Coman und Douglas Costa jetzt noch dazu geholt. Das sind auch keine Spieler, die jetzt auch nur 1-2 Jahre bleiben, sondern die bleiben auf längere Zeit. So, dann will ich schon eher fest weg. Ja, und dann kam so zu Hertha so der Kontakt zustande. Mitch war ja damals dann auch schon ein halbes Jahr Mitchell früher Weiser? Gewechselt. Ach, auch von Bayern, ne? Auch von Bayern zu Hertha. So habe ich dann ein bisschen halt ihn auch so mehr so ein bisschen Informationen holen können. Und waren da noch andere Angebote? Oder ich sagte, also man hätte auch noch andere Sachen machen können, so auch noch in der Bundesliga. Aber Hertha war am lukrativsten? Was heißt lukrativsten? So, ich war dann drüben und
ja, eigentlich war halt so über Preetz, mit dem Manager Michael Preetz, so, er wollte mich holen unbedingt. Mhm. Und ja, mit Trainer habe ich dann auch so kurz geredet, aber weniger über Fußball, Pal Dardai. Ach, stimmt. Ja, und wo lachst du? Na, Bruder, einfach so. okay. Ja, und ja, dann ist dieser Wechsel dann zustande gekommen. Ich bin nach Berlin. Und Ablöse wieder? Ja, ich glaube schon. Ja, ich hatte ja noch Vertrag. Mhm. Ja, er muss. Ich weiß aber nicht. Ja, no. Okay. So, weiß ich nicht. Gehalt sich verändert, mehr, weniger? Willst du sagen? Willst du nicht sagen? Bruder, hat sich nicht viel verändert. Ein bisschen, natürlich, man hat schon ein bisschen auf Geld verzichtet, ja. Mhm. Ist ja klar, von Bayern und dann so Hertha. Hertha war immer noch auch damals, also guter Club, jetzt läuft es ja bodenlos, so, muss man ja sagen. Bruder ist bodenlos, ja, wie im Moment läuft. Aber damals, also war schon, lief schon ordentlich. Paul war schon eigentlich, er hat es geschafft, international zu spielen und sowas, oder Europa League und so. Also da lief schon eigentlich ganz gut. Erste halbe Jahr war auch so mehr wieder so neuer Verein, zurechtfinden. Hab viel U23 gespielt. Ach ehrlich, ja? Hast ja, du, okay. Ja. Ich glaub, das hast du auch noch mitbekommen, ne? Wo du hergewechselt bist? 40 Spiele, glaube ich, oder so. 45 Spiele habe ich insgesamt gemacht. Schon viel? Ja. Also in der U23? Ja. Boah, ist schon viel. Schon viele Spiele gemacht. Aber immer wieder, immer trotzdem nur Profis trainiert und so. Ne? Ja, ja, safe. So. War ja auch sonst. Und ich sag dir ganz ehrlich, auch in dieser Regionalliga, ich habe nicht viele gute Spiele gemacht. Okay. Erstmal war es ekelhaft, du kommst von den Profis runter zur zweiten Mannschaft. So. Und die sind auch abgefuckt, dass überhaupt jemand runterkommt. Oder jemand kommt und der spielt, so, weißt du, ist scheiße. Er kann nichts machen, er trainiert vielleicht gut, spielt gut, aber man kommt immer von den Profis ja, und. Ich kann ja auch nichts dafür, so, aber war schon. Dieses ich Gefühl weiß ganz ist genau, kacke, was du meinst. Weißt du? Ja, ja, ich weiß ganz genau, was du und, meinst. Und auch diese Liga, wie da Fußball gespielt wird, so, ist auch überhaupt gar nicht so, was so zu mir passt und so, weißt du. War schon unangenehm, so. Da muss ich sagen, aber mit Ante Čović war geiler Trainer in der U23, so, der auch kicken wollte, so war nicht einfach in dieser Liga, du weißt, wie die Liga ist, ist nicht einfach so Fußball zu spielen. Aber er wollte es halt auch unbedingt immer viel Fußball spielen und das hat mir, deshalb hat es mir schon Spaß gemacht, da U23 immer zu spielen. Die Mannschaft war immer gut drauf und so, wie halt Berliner sind, so weißt du. Und ja, hat schon Bock gemacht. Ja, das erste halbe Jahr war ich dann da. Ich bin aber vorher, wo ich hingekommen bin, sind wir noch Trainingslager Türkei. Mit Hertha? Mit Hertha, mit den Profis im Trainingslager Türkei. Dann bin ich, dann habe ich viel U23 gespielt. Warte mal, warte mal, war das da diese Sache mit Hertha, mit Trainingslager? Nee, wo du, nee, stopp mal. Wo war das, wo du von... Das war viel später, Bruder. Okay, du weißt, was ich sagen will, ja, oder? Das war später. Ja, Bruder, wo war ich jetzt stehen geblieben? Sorry. Die Spiele bei der U23. Da habe ich dann viel bei der... Trainingslager Türkei. Weil, was du meintest, also du bist dann vorher schon ins Trainingslager, hast du gesagt? Genau. Mit der ersten Mannschaft. Genau. Und dann habe ich viel U23 in diesem halben Jahr gespielt. Ich bin ja im Winter gewechselt. Mhm. Dann war Sommer. Hat es dich aber gestört, dass du bei der U23 so viel gespielt hast? Nee, gar nicht. Also so, einfach Eingewöhnung und ja, so. Ja, erstmal das und zweitens, du brauchst ja Spiele. So, wenn du ja, bei der ersten jetzt im Moment nicht spielst, so, dann brauchst du ja Spiele. Ja. Weil auch wenn du nicht spielst, ist Katastrophe. Vor allen Dingen in dem Alter. Ich war ja immer noch jung. So, ne? Ich bin ja 20, 21 gewesen, noch sehr jung. Und du brauchst Spiele. Und ja, dann war Sommer, Saison zu Ende. Dann war Trainingslager wieder. Neue Saison? Ja. Wie kamst du dann rein? Bist du im Kader gewesen? Hast du auch gespielt? Ich war dann sehr viel im Kader. Aber ich habe nicht so wirklich meine Einsatzminuten bekommen. Ich wurde dann mal für 2 Minuten eingewechselt. Mhm. Gegen Gladbach, glaube ich, mal ein bisschen länger für 5, 6 Minuten oder also nie lange so, weißt du, und ja, so, ich war oft dabei, ich war gut im Training, ich habe gut trainiert, ich war aber irgendwie hast du nicht so die... Ich habe nie so, weißt du, diese Chance bekommen, so, weißt du, oder was willst du 4 Tore in 2 Minuten machen? Wie war Verhältnis zu Paul? Schon ein bisschen angespannt und schwer. Angespannt, okay. Ja, oder, also... Mochte er deine Spielweise nicht, oder? Oder deine Einstellung oder was auch immer? Ich hatte eher schon so das Gefühl, dass er dass ich auch nicht so wirklich in sein System reingepasst habe, weißt du. Er war schon so eher einer, der sehr defensiv gedacht hat, weißt du. Was so für ihn war erstmal das Wichtigste, zu Null zu spielen, kein Gegentor zu bekommen. Und damals lief halt auch gut, muss man sagen. Er hat Erfolg damit gehabt, weißt du. Er hat vorne dann Kalou und Ibisevic gehabt und die haben dann irgendwie ein Tor gemacht oder zwei, 1-0 gewonnen, 2-0 gewonnen und so haben wir, oder wir waren nach der Hinrunde Dritter. War krass. Für Hertha heftig. Ja, ja, und dann war so, dass wir dann im Winter
Also ich hatte dann so 2, 3 Einsätze, aber nichts Besonderes. Kurz halt, DFB-Pokal auch nochmal ganz kurz, aber nichts Besonderes. Hast du in der Zeit eigentlich so, muss ich fragen, weil wenn jemand nach Berlin kommt, Berlin ist ja auch dafür bekannt, sage ich ehrlich, für auch für Profis, die auch dann mal weggehen und so. Du weißt, so Nachtleben und sowas in Berlin. Ich weiß, was du meinst, ich muss aber ehrlich sagen. Also warst du so ein Typ, der auch mal ab und zu mal weggegangen ist? Ich war schon, also klar, normal. So mit deinen Kumpels oder mit ein paar Spielern, du gehst gerne mal so raus, aber nicht viel. Also ich war schon, ich bin einer, der auch sehr gerne einfach alleine zu Hause ist. Okay. So weißt du, dann. Achso, war deine Mutter eigentlich? Nee. Diesmal hat deine Mutter nicht mitgekommen? Nein, diesmal meine Mutter ist nicht mitgekommen. Sie ist zurück nach Gladbach gegangen. Und ich bin dann alleine nach Berlin gekommen. Ah, okay, krass. So, das war so dann das erste Mal, dass ich alleine irgendwo war. Kam es klar, aber? Oder? Ja. War in Ordnung? Ja. Also kochen schwer, sag ich ehrlich, Bruder. Bestellt immer oder mal essen gegangen, oder? Oft, Bruder, in Berlin, du hast halt auch krasse Sachen, Bruder. So Sushi, asiatisch und, Bruder, krass. So. Also das war nie ein Problem. Ja. Außer für Geldbeutel war ein Problem, aber, Bruder, so, weißt du, ist schon teuer. Ich, so, wenn du immer essen gehst, ist teuer, Bruder. Aber, Bruder, ich kann nicht kochen, Bruder. Wirklich, ich kann gar nicht kochen, Bruder. Ja. Okay. Ist so. Ja, dann, wo war ich stehen geblieben? Ja, dann hast du die Spiele, also du warst so viel im Kader gewesen, ein bisschen gespielt. Ja, aber wirklich. Aber also eher nicht, dass du nicht das Gefühl hast, du passt so. Du, ja, so, okay. Also so, das hat mich auch gestört, weil ich habe eigentlich wirklich gut trainiert, ich war fit. Und ja, dann war Winter, Trainingslager, Mallorca. Und davor muss ich sagen, Vorbereitung lief überragend für mich. Wirklich, ich habe richtig gut gespielt. Kalou ging dann zum Afrika-Cup. Mhm. Er war nicht da für die ersten Spiele. Und da wurde mir schon so signalisiert, okay, du wirst deine Chance bekommen, du wirst die ersten Spiele, du bist dabei, du hast die Chance, auch mal von Anfang an zu spielen und so. Okay. Und ja, Bruder, dann waren wir erster Tag in Trainingslager. Abschlussspiel, kurz bevor Trainer abgepfiffen hat, jemand fällt halt auf meinen Fuß, Bruder, ich falle in die andere Richtung, ich höre nur so diese klack, klack, klack. So, ich merke schon. Oder war Syndesmose, war schon angerissen und 3 Außenbänder gerissen. Boah, shit. Ja, und genau da, wo du. Wo eigentlich so, krass. Bruder, ich war schon mit dem Kopf, okay. Vielleicht spielst du einfach. Ja, so, es geht bald los, so, du wirst deine Chance bekommen. Mhm. Dir wurde das auch wirklich so signalisiert, so wo das dann mit dieser Verletzung passiert ist. Oder die haben auch gesagt, wir haben keine Spieler mehr, wir haben Probleme. Mhm. So, also ich hätte wahrscheinlich schon meine Chance bekommen. So, und ich war auch so vom Kopf her, okay, jetzt so, meine Chance ist da, ich muss sie nutzen. Ja, und dann passiert sowas, Bruder. Dann bin ich erster Tag, ich bin direkt Krankenhaus, damit erstmal Bruch ausgeschlossen wird. Weil, Bruder, dieser Fuß, der war in irgendwelche Richtungen, Bruder. Echt, ja? Weil diese Bänder, weißt du, die halten ja alles zusammen und dann musst du erstmal Bruch, so ist ausgerenkt und so diese. Boah. Und ja, dann haben die mir Gips dran gemacht, Bruder, ich bin Rollstuhl nach Hause geflogen, nach Berlin, diese. Und ja, kurz danach wurde ich auch operiert sofort. Okay. Ich glaube, 2 Tage später wurde ich operiert. Was, ja, Bruder, und dann Operation, Reha. Oder für Kopf auch wieder schwer, weil du, Bruder, du musst dir vorstellen, von okay, du kriegst eine Chance, du wirst vielleicht spielen, zu Reha, Bruder. Du hast mit keinem, du bist für dich allein in der Reha, diese. War auch nicht einfach. Und ich muss auch sagen, von dieser Verletzung, weil die hatte auch ein bisschen Komplikationen. Ich hatte dann nochmal so ein Knochenmarksödem. Meine Narbe ist nochmal irgendwie aufgegangen, hat sich entzündet, weil sich ein Faden nicht vernünftig aufgelöst hat. So, ich hatte immer wieder Probleme mit meinem Fuß. Dann war das meine erste große Verletzung. Das heißt, ich war richtig unsicher. Du weißt, wenn man sich das erste Mal wirklich heftig verletzt, du bist voll im Kopf, voll vorsichtig, du willst nichts zu früh machen. So, und Bruder, ich war mit allem drum und dran, ich glaube, 7 Monate raus. So war sehr lange, wie ich raus war. Oder 6 Monate, ich weiß nicht ganz genau. Ja, und diese Verletzung, die hat mich schon so ein bisschen zurückgeworfen. So, ich habe mich nie wieder so wirklich davon erholt. Wobei ich dann ja dann nochmal in so ein Trainingslager, also ein Personal Trainingslager nach Frankfurt gegangen bin über meinen Berater, wo ich 6 Wochen war, der mich dann nochmal, weil ich diese Fitness wieder gebraucht habe, der mich dann nochmal so richtig fit gemacht hat. Aber ich bin dann auch wirklich sehr fit zurückgekommen. Maximum fit, Bruder. Ich war wirklich auf wirklich gutem Level. Aber so, ich hatte so das Gefühl, okay, so Pardai hat so damit abgeschlossen, so mit mir, so ist vorbei, so diese. Ja, und dann wollte ich auch von da weg. War halt aber auch nicht einfach, was zu finden, weil du warst verletzt, dann hast du auch nicht viel gespielt und so, war halt wirklich sehr schwer.
Und ja, dann bin ich nach Österreich gegangen, Bruder, um einfach, weil da wusste ich, ich spiele. So. Hast, kam nichts mehr von, ich meine, erste Bundesliga. Ja, du hast nicht viel gespielt, aber du warst trotzdem oft im Kader gewesen und so. Ja, trotzdem schwer. Aber trotzdem kam nichts mehr aus der ersten oder zweiten Bundesliga. Schwer. Ehrlich? Ja. Ja. Türkei hätte man noch machen können, so, aber ich wollte in dem Alter noch nicht in die Türkei, so war man zu jung. Ja. Weißt du? Und ja, dann habe ich diese Österreich, das war ja, wir sind, ich bin ja dann mit denen aufgestiegen, also das war noch Österreich zweite Liga und wir sind dann in die erste Liga aufgestiegen. Okay. So, dann war eigentlich auch geplant, dass ich da bleibe, aber durch, dadurch, dass die noch Verträge hatten mit vielen Ausländern und die da eine Ausländerregelung haben, ist das nicht zustande gekommen. Da hast du auch nicht, da hast du gerade auch nicht richtig. Ich habe gespielt, also durchgehend eigentlich fast, also ich habe meine Spiele gemacht so, aber Bruder, das war wieder dieser Fußball, so, wo da viele lange Bälle und so wirklich. Also nicht dein Spiel. Ja, nicht so wirklich, wo ich zeigen kann, so, was mein Spiel ist, so war halt schwer, Bruder. Und muss ja auch ganz kurz mal auch mit der von Hertha, also von Bayern zu Hertha und dann von Hertha nach Österreich ist ja auch vom Geld her bestimmt. Ja, Bruder, auf jeden Fall natürlich. Du hast viel weniger verdient. Ja, so. Aber wie war das für dich? Aber Kopf, war okay für dich? War okay. Also so. Natürlich nervt, aber. Ja, natürlich. Du verdienst natürlich lieber mehr Geld oder jeder verdient ja normal, lieber mehr Geld, ganz klar. Ist ja klar. Aber es war jetzt nicht für mich so, boah, jetzt höre ich mit Fußball auf, weil ich verdiene jetzt nicht genug Geld. So, oder weil Fußball ist für mich immer noch Hobby und Spaß, macht Spaß und, oder so. Ich, wenn mir keinen Spaß machen würde, ich würde kein Fußball spielen. So. Und ja, Bruder, dann bin ich von da weg. Nach Österreich? Was war dann? Bruder, dann war Cut. Dann komplett Cut? Ja, Bruder, dann war ein Jahr erstmal nix. Ich war in der Türkei, ich habe bei Mannschaften mittrainiert, aber ich hatte Altonordu war ich, PTT, zweite Liga. Da habe ich mittrainiert, aber da gab es Probleme wegen meinem Pass, weil ich hatte damals noch nicht doppelte Staatsbürgerschaft, nur deutschen Pass. Ja, dann war ich so bei dem Verein da und dann hat das nicht geklappt. Dann bin ich da bei mir in der Nähe in meiner Heimat SV Strahlen, bin ich da, da war ich für Regionalliga? Regionalliga. Da war ich für, oder da war ich aber nicht lange, zwei, drei Monate. Halt, einfach fit. War es einen Monat raus und dann, so mit dem war aber vereinbart, so wenn irgendwas kommt, so was höherklassig ist, dann kann ich das machen. Und dann kam halt die Geschichte mit Slowakei, wo deutsche Investoren in den Verein eingestiegen sind. Und das war erste Liga Slowakei. Oder dann habe ich mir gedacht, okay, mach das, weil da sind 10 deutsche Spieler hingegangen. Das heißt, ich wusste, ich bin auch nicht so alleine da, nur mit Slowaken, so, sondern da sind noch 10 andere deutsche Spieler. Ja, Bruder, dann war ich in der Slowakei. Da war aber, Bruder, das war komplett Film. Weil da, ja, Bruder, ich habe ein Monatsgehalt bekommen. Danach sind Investoren wieder abgestiegen, also weg aus Slowakei. Die sind raus, ausgestiegen. Die also alten Investoren kamen wieder, Bruder, und ich bin jetzt noch vor Gericht. Immer noch jetzt? Ja, Bruder, immer noch. Boah. Warte ich auf Geld. Wie lange ist das her? Boah, 2 Jahre? Nee. Nee. Anderthalb? Anderthalb, ja. Wow. Okay, krass. Ja. War krass. Also ich bin dann da, ich habe den Vertrag dann aufgelöst einseitig. Wenn du irgendwie 2 oder 3 Monate kein Gehalt bekommst, kannst du das machen. Bin dann von da weg. Ja, und dann war auch wieder, oder wieder war nicht. Halt, ja, war wieder nicht. Dann war ich wieder in der Türkei mit ein paar Vereinen. Und ja, jetzt bin ich halt in der Türkei gelandet, bei Kardaman. Welche Liga ist das? Dritte Liga, aber das ist vierte Liga. Die heißt dritte Liga, ist aber vierte Liga, weil Super League, PTT, also erste Liga, zweite Liga, dritte Liga. Da bin ich jetzt und wir sind gerade Erster, wollen unbedingt aufsteigen. Puh, schon krass, ey. Wenn man sich überlegt, Bruder. Riesen Talent. Gladbach, Bayern, ja, Bruder. Hertha. Also, oder die Leute, die fragen mich, wie alt bist du, die denken, ich bin schon über 30, Bruder, ich bin 26. Was? Abschließend so, wie gehst du jetzt mit dieser ganzen Sache wirklich mal um? Ich meine, es ist ja riesen viel bei dir passiert. Ja, Bruder, aber ich bin ist ein. Ist das so schnell passiert, bestimmt? Ja, Bruder, ich bin auch eh nicht so ein Typ, der in diese Vergangenheit echt? Guckt. Nee, Bruder, gar nicht. So. Und das ist auch wirklich alles so schnell passiert, Bruder. Du hast das gar nicht so wirklich in deinem Kopf drin. So. Für mich geht es einfach weiter, ich spiele weiter Fußball, so. Ich gucke, was geht, mir macht Fußball Spaß, Bruder, ich spiele weiter Fußball, solange es geht, solange mein Körper hält, spiele ich Fußball und, ja, Bruder, mal gucken, was noch geht. Jetzt vielleicht, ich hoffe, wir steigen auf, ist schon mal eine Liga höher,
dann versuche ich ein gutes Jahr zu spielen. Hoffentlich, Bruder. Ich wünsche dir viel Erfolg dann, auf jeden Fall. Mal schauen, was noch geht. Ja, ich mache mir jetzt auch keinen Druck irgendwie, dass ich jetzt sage, ich werde nächstes Jahr Super League spielen oder so. Okay. Ja, ja, ist, ja. Muss man auch wieder, muss man ehrlich sagen, auch wieder von, nicht von null, aber oder schon von tiefer. Oder von minus 20, wirklich, ja. Ja, ist okay. So. So, muss halt wieder aber so. Aber gut, das ist auch selber so. Ja, normal. Oder ist ja klar. Aber ist halt so. Na gut, wow, also danke erstmal, Bruder. Kein vielen, Problem. Vielen Dank, wirklich, Dankeschön. Mhm. Ich habe selber sehr gespannt zugehört, hast du, glaube ich, gemerkt. Wir waren auch oft sehr in übertriebenen Redefluss. Mhm. Es war für mich ein Pleasure. Was, Pleasure auf Deutsch? Ehre. Eine Ehre, genau, das mit dir zu machen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, wirklich vielen, vielen Dank. Ja, Leute, das war Sinans Geschichte. Wir wünschen dem Jungen auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Und ja, wenn es euch gefallen hat, das Video, wie gesagt, lasst gerne Liebe da. Abonniert den Kanal. Auf jeden Fall Dankeschön. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke, Sinan. Kein Problem. Und